Hallo und herzlich willkommen zurück zu Closer the Distance. Ja, in der letzten Folge ist ja alles etwas stressig gewesen, weil ich auf einmal so viele Aufgaben hatte, die ich eigentlich auch alle wichtig fand und wo zumindest hier die gute Dame sehr lange für ihre Aufgaben gebraucht hat. Zum Beispiel das mit dem Wäsche abhängen und Wäsche aufhängen, das hat ja auch lange gebraucht bei ihr. Und ja, ich hoffe, dass es in dieser Folge etwas einfacher in Anführungszeichen wird. Und ich weiß auf jeden Fall noch, hier steht es auch noch, dass wir ganz dringend uns darum kümmern müssen, mit dem, mit dem Motiv weiterzukommen. Jetzt sagt der Zack, ich bezweifle, dass ich Angela mit diesem Motiv gerecht werde. Sollte ich zu etwas Diskreterem wechseln? Das ist jetzt die große Frage. Ich meine, die Mutter, glaube ich, hatte irgendwas gesagt, dass sie gerne einen Engel hätte. Oder hatte sie nur geschrieben für ihren Engel? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Er hatte ja irgendwas Großes, Pompöses im Sinn, was er mal in einem anderen Grab gesehen hat. Er muss es aber bis zum Nachmittag hier. Er muss es bis zum Nachmittag fertig kriegen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so gut ist, wenn wir jetzt vorher noch mit der Mutter sprechen. Es ist ein bisschen blöd, dass wir nicht sehen. Das geht nicht. Ich kann jetzt gar nicht draufklicken. Achso, weil er noch schläft. Hm, ja, okay. Okay, da er noch schläft, kann er jetzt im Moment noch nichts machen. Dann gehen wir mal kurz zu Conny. Ich muss Angela dabei helfen, den Schaden wieder gut zu machen, den sie durch ihren Streit mit Mom verursacht hat. Okay. Schaden begutachten. So. Dann machen wir das mal rein. So, sie muss auf jeden Fall als erstes nach der Wäsche sehen, bevor die wieder nicht abgehangen wird. Und was hatte sie noch? Den Grabkranz darf sie nicht vergessen. Vielleicht sollte ich Late mit ein... Sie hat doch schon einen Grabkranz gemacht. Ja, okay, den Punkt hier verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil wir hatten ja sogar eine Errungenschaft, dass wir einen Grabkranz gemacht haben. Late möchte mit Bodhi über Angela sprechen. Ich bin nicht sicher, ob ich ihr dabei helfen kann. Wir lassen die Zeit einfach mal weiterlaufen. Die beiden haben ja jetzt ihre Aufgabe und ich hoffe mal, dass Zack endlich mal aufsteht. Er hat jetzt nicht perfekten Schlaf bekommen, aber er sollte wirklich mal aufstehen, wenn er schon sagt, dass er bis nachmittags damit fertig werden muss. Ich weiß ja nicht, wann für ihn jetzt Nachmittag ist. 2 Uhr, 4 Uhr. Der pennt nämlich jetzt schon die ganze Zeit weiter und da haben wir dann natürlich ein Problem. Ah, okay. Wir können hier mal weiterlaufen lassen. Mal schauen, wie es mit der Wäsche aussieht. Nein, natürlich können wir nicht schauen. Wir müssen leider sie jetzt erstmal in Ruhe lassen mit der Wäsche. Ich hoffe, sie kriegt es trotzdem heute nochmal hin. Um mal eben wechseln zu Conny. Es ist bloß eine Speiche gebrochen. Sie ist ungefähr 30 cm lang und 5 cm dick. Melville wird mir helfen, Ersatz zu besorgen. Ja, aber ich kann jetzt hier... Ah ja, doch, kann ich doch. Okay, dann frag mal nach der Speiche. In der Zeit gucke ich mal eben, was aus der Wäsche geworden ist. Na, sind wir denn wenigstens fleißig? Ich beschleunige es mal ein bisschen. Ja, wenn man natürlich immer nur die Dinger abmacht und nicht die Wäsche gleichzeitig mit ab... Ah, sie ist endlich fertig. Ja, sie hat es geschafft. Ja, sorry, aber die hat so lange jetzt für die Wäsche gebraucht. Möchte mit Bodhi über Angela sprechen. Also, Grabkranz möchte ich aber erstmal eben. Das ist ja jetzt ein bisschen wichtiger als mit jemandem sprechen. Ich sollte Late mit einbeziehen. Ja, aber ich habe doch den Grabkranz schon gemacht. Ach so, sagen, dass der Kranz fertig ist. Aber die schläft noch, sehe ich jetzt gerade. Was ist mit Bodhi? Schläft er auch noch? Der schläft auch noch. Ja, super. Was können wir noch für die Familie tun? Mit Zack reden können wir auch nicht, weil der auch noch pennt. Ich gehe auf Conny. Die schlafen mir zu viel, ehrlich. Achso, ich bin noch... Hast du zufällig ein Rundholz mit 30 cm Länge und 5 cm Dicke? Das ist aber eine sehr spezifische Anfrage. Ich muss eine kaputte Speiche in einem alten Wagenrad ersetzen. Weißt du, es gibt da ein altes Rad in der Nähe von Henriettas Haus. Das könnte genau die von dir gewünschte Größe haben. Danke. Gern geschehen. Ja, dann weiter. Komm, hopp, hopp.
Ich weiß nicht, ob sie automatisch dahin geht. Das ist das Problem. Deswegen klicke ich das jetzt immer an. So, da wir jetzt im Moment noch nichts... Oder Moment. Ach nee, er schläft noch. Ja, ja, nee, nee, mit ihm können wir ja nichts machen. Jetzt wacht doch mal alle auf. Halt, stopp. Mit ihr können wir, glaube ich, was machen mit dem einen. Das ist der Bodhi, ne? Ha! Red mal. Weiter geht's. Essen ist überbewertet. Jetzt red mit ihm. Och, die Mutter schon wieder. Es tut mir so leid, Liebling. Ich hätte dich nicht so unter Druck setzen dürfen. Mehr nicht? Moment. Das Grab benötigt einen Kranz. Neville muss einen Grabstein anfertigen. Ein majestätischer Engel wäre perfekt. Ja, dann war das doch... Der pennt nicht mehr. Moment, dann gehe ich erstmal mit ihm. Und spreche mit ihr. So. Sie muss sich um gar nichts kümmern. Das mache ich jetzt schon durch die anderen. So, was haben wir denn jetzt noch? Erstmal, Conny wird wahrscheinlich länger dauern, denke ich mal. Gehen wir erstmal zu ihr. Hey, Bodhi, hast du eine Minute? Ich habe mich schon gefragt, wann du hier aufkreuzen würdest. Keine Sorge, ich brauche keine Rolle in dieser ganzen Sache. Es steht dir also frei, dich auf die anderen zu konzentrieren. Du scheinst mehr über meinen Besuch hier zu wissen als ich selbst. Ich dachte, du wärst hier die Krisenmanagerin. Dann wäre es wohl deine Aufgabe, allen eine Rolle zuzuweisen, damit sie beschäftigt sind und glauben, mehr Kontrolle über die Sache zu haben. Das ist eine sehr technische Darstellung der Dinge. Ich kann dir einen Link dazu schicken, falls es dich interessiert. Ich bin nicht hier, um jemandem eine Rolle zuzuweisen. Ich wollte einfach nur wissen, ob du über die Sache mit Angie reden willst oder nicht. Ist schon gut. Ich habe ja meine Online-Freunde. Wir haben uns später zum Zocken verabredet. Ich meinte ein ordentliches Gespräch. Nicht nur abhängen und den ganzen Tag Videospiele spielen. Ich kenne die Typen schon lange. Einige von ihnen waren mal meine Klassenkameraden. Lange bevor Mom uns hierher verfrachtet hat. Denkst du nicht, es wäre besser, ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht zu führen? Oh. Hast du schon mit River gesprochen? Nicht wirklich. Hör mal, ich weiß deinen Versuch wirklich zu schätzen, aber ich komme schon klar. Meine Freunde haben auch schon einige schlimme Sachen erlebt. Sie verstehen sowas. Ich werde Mom sagen, dass du zum Reden vorbeigekommen bist und dass wir uns nicht gestritten haben. Dann war deine Zeit hier nicht umsonst, okay? Okay. Ernstes Gespräch. Sprich mit Bodhi über den Tod. Ja, so richtig darüber gesprochen haben wir jetzt nicht, aber gut, die Errungenschaft haben wir auf jeden Fall schon mal bekommen. Die Frage ist... Moment. Late möchte mit Bodhi über Angela sprechen. Ich bin nicht sicher, wie ich ihr helfen kann. Ja, richtig helfen konnten wir eher nicht. Ist die Frage, können wir da jetzt noch was anderes machen? Sieht nicht so aus. Ja, wir könnten zu ihr wieder zurückgehen. Sagen, dass der Kranz fertig ist. Sagen, wie es mit Bodhi gelaufen ist. Sagen wir erstmal, dass der Kranz fertig ist. Damit das Ganze auch weitergeht. Und dann ist er ganz wichtig erstmal. Dann nehmen wir ihn erstmal. Hey, ich werde das Grabmal für Angie anfertigen. Dad meinte, du hättest vielleicht eine Idee für das Design? Wollte das nicht dein Vater erledigen? Seine Arbeit am Grab deiner Mutter ist einfach wunderschön. Ein wenig modern, aber äußerst ästhetisch. Er wollte es tun, aber ich bat ihn, es mir zu überlassen. Ich kannte sie schließlich am besten. Also, irgendwelche Vorschläge? Schön, dass du freiwillig etwas für mein Mädchen tun möchtest. Also, lass mich nachdenken. Die Skulptur muss natürlich einen Engel darstellen. Einen majestätischen Beschützer mit weit ausgestreckten Flügeln zum Himmel hin geöffnet. Ich werde mal sehen, ob ich ein Bild für dich finde. Lass nur, ich würde es ohnehin nicht verwenden. Wir reden hier vom Grabmal meiner Tochter. Ich erwarte, dass es perfekt wird. Oh, das wird es. Du wirst schon sehen. Nun, danke für den Vorschlag. Ich werde mal sehen, was ich damit anfangen kann.
Ja. Was machen wir denn hier? Skulpturblock. Umentscheiden und einen Engel schnitzen. Weiterhin etwas über mich schnitzen. Wieso etwas über mich? Also sagen wir es mal so, es ist ein Auftrag für eine andere Person. Auch wenn man selbst natürlich involviert ist, muss man immer davon ausgehen, ja, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber das, ich meine, es geht um die Mutter. Die haben vielleicht jetzt nicht den besten Draht zueinander gehabt, also Mutter und Tochter, aber ich sag mal, es ist immer noch die Mutter und ich sag mal, sie richtet ja auch das Ganze aus, sie kümmert sich theoretisch um das alles, der Rest der Stadt auch. Und ich finde, sie sollte halt im Endeffekt die letzte Entscheidung natürlich haben. Also sie hat ja auch diesen Auftrag gegeben an seinen Vater, ist es, ne? Und also es soll schon ein Engel sein. Die Frage ist jetzt, was hat das mit dem Anker hier? Achso, Zugehörigkeit. Okay, also ich vermute jetzt mal, entweder hat das nichts zu bedeuten, sondern ist das nur das Herz von hier. Oder das heißt, wenn ich das mache, dass ich mich damit ihr etwas besser stelle. Wenn ich aber etwas über mich schnitze, was auch immer das heißen mag, weil was interessiert irgendwas über mich, wenn es um das Grab von einer anderen geht? Also selbst wenn es jetzt meine Freundin gewesen wäre, also wenn ich jetzt ein Junge wäre. Das mit der Zugehörigkeit, okay, finde ich dann schade, dass die dann nicht höher geht oder vielleicht sogar runter geht. Aber ich bin ganz ehrlich, also die Mutter sollte schon sagen oder das letzte Wort haben, was sie gerne haben möchte. Er kann ja theoretisch auch ein bisschen was in den Engel rein. Also sie hat ja gesagt, die Flügel sollen nach oben gehen, was ich schwachsinnig finde, weil das klingt so, als ob die nach oben hin offen sind. Und das hörte sich aber eher so an, als ob sie die Stadt ein bisschen zusammenhalten wollte. Also die verstorbene Tochter. Ich vergesse den Namen ständig. Angela oder so? Angela, ja. Eigentlich wäre es dann ja perfekt, wenn die Flügel so ein bisschen schützend nach unten hängen würden. Also das könnte er zum Beispiel machen. Ich mache jetzt mal einfach, er soll das mit dem Engel machen. Und was ist jetzt wichtiger? Sie wollte das mit der Speiche machen. Was war mit ihr nochmal? Ach so, genau. Der Trauerkranz ist fertig. Aber ich habe viel weniger Blumen gebraucht, als ich gepflückt habe. Wieso benutzt du den Rest nicht auch noch und lässt den Kranz vor Blüten explodieren? Ich glaube, ich habe es bereits zum Äußersten getrieben. Wenn du das sagst, muss er wirklich noch ziemlich nüchtern aussehen. Okay. okay. Vielleicht sollte ich... Das ist aber doch eigentlich schon abgehakt hier. Können wir denn da noch irgendwas machen? Da können wir doch gar nichts mehr machen. Wieso wird das hier nicht abgehakt jetzt? Oder ist das nur, weil das jetzt überspringt? Ach so, genau. Und ich muss noch mit ihr darüber reden. Wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind. Ach, ich darf nicht weiter zuhören. Ja, das finde ich ein bisschen blöd gemacht. Wieso hört man nicht hier zu und kann dann danach zu ihr wechseln? Das wird perfekt passen. Das ist gut. Dann mach dich mal auf. Ersetzt die kaputte Speiche und wir können jetzt hier weiter zuhören. Ein Trauerkranz sollte ein Grab schmücken und nicht davon ablenken. Aber ich bin froh, dass er fertig ist. Eine Sache weniger auf der Liste. Weißt du, du hättest mir die Sache ja auch überlassen können. Wie lange bin ich jetzt schon hier? Seit fast 3 Jahren? Mittlerweile hätte dir auffallen müssen, dass du dich nicht nur auf dich selbst verlassen kannst. Vielleicht will ich dich einfach nicht in meinen Schlamassel hineinziehen. Nenn es nicht deinen Schlamassel. Oder glaubst du wirklich, dass du für das, was passiert ist, verantwortlich bist? Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich das. Du glaubst das nicht wirklich, oder? Dass alles, egal was passiert, immer irgendwie auf deine Kappe geht? Die Wahrheit ist, dass du als liebreizendste Person auf diesem Planeten nicht mal einer Fliege etwas zuleide tun könntest, selbst wenn du es wollen würdest. Und jetzt haben wir einen wunderschönen Kranz in Purpur und Gold. Alle werden ihn lieben. Du hast vermutlich recht. Siehst du? Also lass uns jetzt nach vorne schauen und all das hinter uns lassen. Ich werde es versuchen. Ich habe mit Bodhi über Angela gesprochen. Wie ist es gelaufen? Gut. Und gut heißt...
Dass Angelas Tod ihm zwar zusetzt, aber er immer noch derselbe widerspenstige Typ ist. Einen kurzen Moment lang wollte er mich sogar zur Trauerbewältigung schulmeistern. Nun, er weiß viel über so mancherlei Dinge. Was er nicht weiß, ist, dass man erfahrenen Leuten zutrauen kann, dass sie wissen, was sie tun. Hast du mir nicht gerade gesagt, dass es gut gelaufen ist? Ja, tut mir leid. Das ist es wirklich. Wir haben irgendwie die Kurve gekriegt. Aber besser, wenn er sich auf Besserwisserei beschränkt, als deprimiert zu sein, hm? Du hast recht. Tut mir leid. Danke, dass du das für mich tust. Das bedeutet mir viel. Jederzeit. Ja, ich weiß nicht genau, sie ist jetzt weniger belastbar oder was heißt das hier? Weil das ist ja das Zeichen von Belastbarkeit eigentlich. Die Belastbarkeit ist jetzt ein bisschen runtergegangen dadurch, dass sie so viel macht, nehme ich mal an. Und sie hat großen Hunger. Das Problem ist, sie hat halt noch eigentlich so viel zu tun. Sie sollte zumindest Pia mal eben Bescheid geben, dass der Grabkranz fertig ist. Und danach sollte sie einfach mal weiter rumhüpfen hier und sich was zu essen machen, finde ich. Ach, das darf man jetzt wieder nicht eingeben. Oh, das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Okay, dann wechseln wir erstmal zu ihm. Verdammt. Drücken kurz auf Pause und können es immer noch nicht machen. Na gut. Das ist völlig falsch. Dann werde ich eben für Pia einen Engel anfertigen. Ach, Leute. Angela hätte diesen dummen Engel niemals haben wollen. Es ist so frustrierend, daran zu arbeiten. Möchte ich auf ein anderes Motiv wechseln, das mehr zu ihr passt? Ja, eben stand da noch, ich soll auf, ob ich das Motiv nehmen will, was er möchte und nicht, was zu ihr passt. Und jetzt... Oh. Ich meine, sie ist tot. Sie, ja, gut. Sie kriegt es eh nicht mehr mit, kann ich nicht sagen, weil das Spiel dreht ja im Endeffekt darum, dass sie quasi noch irgendwo da ist, also ihre Seele irgendwie noch anwesend ist. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder akzeptiert die Seele von Angela, dass es halt ein Engel ist, weil es halt der Wunsch ihrer Mutter war. Oder er macht jetzt etwas völlig anderes und ihre Mutter ist da nicht so begeistert von, sieht aber vielleicht, also es gibt ja zwei Varianten, sieht entweder ein, dass es das wäre, was Angela gewollt hätte, oder sie ist total frustriert und er macht damit die Verbindung kaputt. Ehrlich gesagt, ich bin immer noch dafür, dass er auf ein anderes Motiv wechselt, das mehr zu ihr passt. Auch wenn er damit der Mutter in den Rücken fällt. Aber die mag ihn ja sowieso nicht, so wie ich das mitbekommen habe. Ich bin ehrlich gesagt noch ratloser als die Leute hier, habe ich so das Gefühl. Also wenn ich das jetzt wäre, ich würde vielleicht versuchen, mit denen zu reden. Möchtest du was für dich haben oder möchtest du was haben, was zu deiner verstorbenen Tochter passt? So zu der Mutter. Aber ich würde es halt nicht hinter ihren Rücken machen, so wie sie es nicht haben will. Weil es ist halt ein Auftrag. Ich habe keine Ahnung. Ich will ihn aber auch irgendwie glücklich machen. Deswegen, und Angela natürlich auch. Deswegen möchte ich gerne ein Motiv haben, was mehr zu ihr passt. Aber hier steht etwas über mich schnitzen. Das finde ich so komisch. Ach, nee, wir lassen das. Komm, wir arbeiten jetzt daran. Nee, hä? Um Rat für die Schnitzerei bitten. Ach, das können wir auch noch. Ach so, dann machen wir das doch. Okay, dann weiter geht's mit Conny. Die Speichen sind alle lose. Das macht die Sache einfacher. Jetzt wird sich Mom nicht mehr an deine Streiterei erinnern. Sehr schön. Also erinnern wird sich trotzdem noch, aber Conny hat nichts mehr zu tun. Lauf einfach ein bisschen umher und mach dir was zu essen.
Irgendwelche Ratschläge hinsichtlich der Skulptur? Das fragst du mich? Ist sonst jemand hier? Hast du die Werkzeuge geschliffen? Soll ich sie mit dem Riemen schärfen? Ich weiß nicht. Sag du's mir. Sind sie stumpf oder nicht? Sie sehen okay aus. Gut. Dann brauchst du weniger Kraft und kannst dich vollends auf deine Technik konzentrieren. Deine Mutter sagte immer, dass du darin ohnehin am meisten brillierst. Der Rest liegt an dir. Oh, Vater, ich hasse dich. Ganz ehrlich. Oh. Weiterhin an einen Engel schnitzen. Ja, dann hat er Erfolg. Komm, ich mache jetzt den Engel. Was soll's? Es ist mir jetzt... Ich weiß von es doch allen nicht. Dingen, die immer noch zu erledigen sind, können wir zumindest den Trauerkranz von unserer Liste streichen. Gott segne dich. Es ist ein sehr farbenfroher Kranz mit Sonnenblumen und Rosen. Oh, hat Lee sie ausgesucht? Nein, ich denke, Lee wollte etwas Persönlicheres. Ich schätze, für Einwände ist es jetzt wohl zu spät. Ja. Es ist schon fast an der Zeit. Jetzt fehlt nur noch das Grabmal von Mary. Es muss noch mehr geben, was ich für die Familie tun kann. Du kannst aber auch erstmal was zu essen machen. Was hältst du davon? Ach, das kann man anklicken. Äfft euch doch. Wieso sagt ihr mir das denn nicht? Fast Food kochen können wir nicht. Warum eigentlich nicht? Etwas Gesundes kochen wäre gut, weil dann würde sie auch mehr Energie kriegen. Essen wegwerfen ist natürlich Quatsch. Du kümmerst dich jetzt erstmal darum, was Gesundes zu kochen. Was ist mit dir hier? Beeil dich, ich muss die Skulptur abgeben. Das hat er aber, glaube ich, nur so nebenbei, oder? Was ist mit Conny? Conny macht gerade, was sie will. Gut. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt nicht allzu viel zu tun, ne? Ich meine, sie würde sich jetzt was zu essen machen. Das gönne ich jetzt auch nach dem Ganzen, weil nicht, dass sie jetzt hier gleich noch irgendwie zusammenkracht oder so. Hat sich was Gesundes wenigstens gemacht. Ach, für die ganze Familie. Das ist doch schön. Ja, das ist doch schön. Jetzt hat sie nicht mehr so einen Hunger. Wunderbar. Da, guck mal. Dann können wir jetzt mal gucken, ob wir noch was anderes für die Familie tun können. Nach ihm sehen. Guck mal nach ihm. Der Junge ist total verzweifelt. Der weiß überhaupt nicht, was er jetzt machen soll. Wenigstens habe ich es nicht versaut. Noch nicht. Die Grundform wäre erledigt. Zeit ins Detail zu gehen. Das ist die letzte Chance, mich nochmal umzuentscheiden. Red erst mit ihr. Moment, red erst mit ihr. Ich will erst das Gespräch. So, komm. Hol ihn ein, schnell. Wo ist er? Wie weit ist der schon weg? Nein, jetzt macht mir nichts anderes. Ich muss mich hier drauf konzentrieren. Hey, Conny. Möchtest du mir helfen, die Scheune sauber zu machen? Ich habe keine Zeit. Wie wäre es, wenn du mir dabei hilfst, die Schafe zu hüten? Nichts geht über eine ordentliche Schafspflege, nicht wahr? Vielleicht ein andermal. Ich habe zu tun. Natürlich. Aber bring dich nicht in Schwierigkeiten, okay? Alles klar. Tschüss, Dad. Das ist gelogen. Die hat gar nichts zu tun. Halt, stopp. Ich habe nach dir gesucht. Ich ziehe durch das Dorf und gucke, ob irgendjemand etwas braucht. Wow, durchs ganze Dorf. Du musst dir ja schon die Füße wund gelaufen haben. Spar dir deine zynischen Aussagen. Wir leiden alle. Nicht bloß du. Das ist gut, denn Angie war bereit, alles für dieses Loch hier zu opfern. Vermutlich ist genau das passiert. Wusstest du, dass sie den Abend eigentlich mit mir hätte verbringen sollen? Stattdessen ist sie auf ihrem Fahrrad aus dem Dorf rausgefahren. Irgendjemand hat ihr sicher wieder in letzter Sekunde einen Botengang aufgetragen. Dazu hätte es nur einen Dackelblick und eine einfache Frage gebraucht. Ich weiß, es ist spät, aber könntest du mir bitte bla bla bla? Und schon hätte sie den guten Samariter gespielt. Ohne jemals an sich selbst zu denken. Es war ein Unfall. War es das? Tut mir leid, aber ich muss gehen.
Alter, der raubt mir noch den letzten Nerv. Der ist so unfair allen anderen gegenüber, ganz ehrlich. Diese blöde Skulptur bringt meine Hände zum Zittern. Ich muss mich beruhigen. Dann beruhige dich doch und mach endlich weiter. Mann. Bank, Fernseher, Couch, Stereoanlage, Terrassenstufe. Nee, Rauchen ist ungesund. Da kriegst du, damit beruhigst du dich nicht. Eine Auszeit nehmen. Hallo, wir haben schon 3:15. Leute. Fernsehen. Wie lange will der Fernsehen? Rumhängen, Musik hören. Musik ist eigentlich immer gut, aber das ist alles, das dauert alles viel zu lange. Ja, was erwartet der jetzt? Ich dachte, der sollte nachmittags eigentlich fertig sein und der trödelt hier die ganze Zeit rum, weiß eigentlich gar nicht, was er machen will, ist frustriert und wütend auf alle, was man ja auch nachvollziehen kann, natürlich in der Situation. Aber ganz ehrlich, dann hätte er einen Auftrag auch nicht annehmen sollen. Jetzt kriegt er eine rein vom Vater, pass auf. Wie läuft es denn mit dem Grabmal? Du bist immer noch nicht fertig. Ich bin nicht so schnell wie du, Dad. Wir müssen es bis zum Begräbnis fertig kriegen. Ich werde ab hier übernehmen und es vollenden. Ja, klar, was auch immer. Mach das. Scheißegal, ob der jetzt wütend ist. Ich meine, irgendeiner muss sich ja jetzt darum kümmern. Übernimm du das, ich guck nach der Mutter. Wie? Oh, dieser Kerl. Ich habe ihn doch gar nicht darum gebeten, es zu reparieren. Oh. Auf wen ist denn jetzt schon wieder sauer? Auf den Vater oder was? Moment. Melville muss einen Grabstein anfertigen. Es gibt so viel, um das ich mich kümmern muss. Den Leichenschmaus. Oh, das habe ich total vergessen. Ich kann's schon wieder nicht machen. Warum kann ich das nicht machen? Ach so, weil ich sie nicht steuern kann. Ich bin ja auch doof. Oh. Nein. Hallo, ich wollte weiterlaufen lassen. Du hättest mir Bescheid geben sollen, bevor du das Rad reparierst. Wovon redest du? Es war etwas, das mich an sie erinnerte. Du hättest es mir nicht wegnehmen dürfen. Ich habe gar nichts repariert. Ich rede von dem alten Wagenrad in der Scheune. Das war ich nicht. Wer dann? Na, denk mal scharf nach. Liebling, geht es dir gut? Ja, es geht mir gut. Ich brauche nur einen Moment. Hat sie wenigstens verstanden, dass es Conny war? Und hat sie auch verstanden, warum es Conny war? Sollte ich Mom erzählen, dass ich das Wagenrad repariert habe? Oder ich warte, bis sie selbst dahinter kommt? Ja, jetzt ist es zu spät. Hättest du mal vorher drüber nachdenken sollen? Sag es ihr. Ehrlich, wert am längsten. Sag es ihr bitte. Ich meine, sie ist jetzt schon dahinter gekommen, aber es ist immer besser, wenn sie das direkt von dir hört, Mädel. Mal schauen. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts dazwischen. Das will ich jetzt... Ich habe das Wagenrad repariert, Mom. Das warst du? Bist du enttäuscht? Nein, ich bin nicht enttäuscht. Deine Mom war nur albern. Du hast es also repariert. Ich hatte keine Ahnung, dass du so etwas kannst. Es war einfach. Die kaputte Speiche. Sie hat mich an sie erinnert. Als wäre sie eben erst missmutig aus der Scheune gestapft. Sie ist nicht mehr wütend auf dich, Mom. Hm? Wenn du willst, kann ich dir und Dad mehr auf dem Bauernhof helfen. Ich bin inzwischen alt genug dafür. Nur wenn du das wirklich willst. Es ist keine große Sache. Denk einfach darüber nach. Tschüss, Mom. Auf Wiedersehen, meine Kleine. Ich liebe dich. Unverziehen. Sorge dafür, dass sich Pia selbst verzeiht. Und wer hat jetzt das gebrochene Herz? Ist jetzt die Beziehung zwischen den beiden ein bisschen schlechter geworden oder was? Hallo? Aber wir haben eine Errungenschaft bekommen, immerhin. Okay, was ist mit dir? Das Internet ist voll von Blogs zur Trauerbewältigung.
Ach, das war der, der gesagt hat, ich habe ja meine Online-Freunde, ich muss mit niemandem reden. Ja, gut, dann... Was denkst du, wird jetzt passieren? Das ist schwer zu sagen. Ich schätze, Yesterby wird das nicht überstehen. Was? Sag das nicht. Ich sehe mir bloß die Fakten an, Mom. Zack war hier schon immer unglücklich. Angie war alles, was ihn hier noch gehalten hat. Wenn er jetzt weggeht, wird ihm Melville möglicherweise folgen. Pia und Jasper lagen sich schon seit dem Tod von Zacks Mutter in den Haaren. Sie werden entweder durch ihre Trauer Einigkeit finden oder noch weiter auseinanderdriften. Angie war der Katalysator, der dieses Dorf am Laufen hielt. Jetzt, wo sie weg ist, wird nichts so bleiben, wie es war. Vielleicht wäre es besser, wenn wir uns darauf vorbereiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du diesmal falsch liegst. Nun, hoffen wir es. Um ihretwillen. Ja, geil. Dann hätte ich also eigentlich sagen sollen, dass er seine eigene Arbeit mit da reinbringt. Also seine eigene Meinung, sage ich jetzt mal, in den Grabstein reinbringt. Weil er dann hierbleiben würde und dann theoretischerweise die anderen indirekt beeinflussen würde, dass die auch da bleiben. Und ich habe jetzt alles kaputt gemacht, indem ich jetzt gesagt habe, das ist die Tochter von der Mutter, also hat die Mutter auch zu entscheiden, was das für ein Grabmal wird. Toll, ich sehe es schon kommen. Ich mache ja alles falsch im Spiel. Okay, wir wechseln erstmal. Wir können hier gerade wieder nichts machen, ne? Ja. Ach, können wir ja eh nicht. Zur Erinnerung, Forma eine Skulptur. Ja, es war jetzt leider die falsche. Kannst du nochmal von vorne anfangen? Ich meine, wir haben schon 19 Uhr, aber... Achso, ja, mit ihm können wir auch nichts machen. Was ist mit den anderen? Er hat gerade gar nichts mehr. Ja, aber ich kann das nicht machen. Wieso kann ich das... Ich kann ihn ja immer noch nicht übernehmen hier. Wieso bin ich eigentlich hier, wenn ich auf ihn klicke? Aber er ist schon dabei. Naja, gut. Dann würde ich sagen... Das Grabmal ist fertig. Es ist eine Skulptur, die einen Engel darstellt. Ist schön geworden. Gott segne dich. Du nimmst mir eine große Last von den Schultern. Danke, dass du es mir gesagt hast. Kein Problem. Tja, jetzt ist die Mutter ein bisschen fröhlicher. Wieso ist er so grimmig? Hallo? Ich meine, ja, der Ort ist halt alles, was ihm noch bleibt. Aber wieso ist er so grimmig deswegen? Was ist mit der Mutter? Wo geht die jetzt hin? Sich das angucken, oder? Und wieso schläft der kleine Junge schon? Ach nee, die geht nähen. Ich dachte, heute Abend ist, oder heute Nachmittag ist die Beerdigung. Sie hat unterstützt drin. Sie ist traurig. Er ist betrübt. Ich muss mich selbst beschäftigen, sonst werde ich nutzlos und enttäusche die anderen noch mehr. Achso, ja, das war ja der Vater. Ja, Leichenschmaus kann ich mich nicht drum kümmern, weil ich kann mit ihr nicht sprechen. Ich kann halt mit keinen von denen was machen, ne? Im Moment. Das ist halt... Ah, was kommt jetzt? Angela? Angela was? Angela? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas ist auf jeden Fall abgehakt. Okay, was ist mit deiner Trauerbewältigung? Das steht immer noch da drin, obwohl er gar nicht mehr am PC ist. Guckt jetzt Fernsehen. Der macht gar nichts, weil er sich wahrscheinlich jetzt auch für nutzlos hält, weil er es nicht hingekriegt hat, einfach die Skulptur weiterzumachen. Wirklich spät, sollte ins Bett gehen. Na gut, sie ist sehr bedrückt. Okay, kann ich nachvollziehen. Alle sind am Schlafen, bis auf Axel. Der geht jetzt auch ins Bett, glaube ich. Okay. Ein Tag hat gereicht, um wahrscheinlich alle ins Unglück zu stürzen. Mal schauen, wie es weitergeht. Na? Da. Es war an meinem letzten Geburtstag.
Du hattest dich im Handarbeitszimmer eingeschlossen und ich wollte gerade mit Dads alljährlicher Schnitzeljagd beginnen. Da bist du ja. Ich wollte gerade mit der Schnitzeljagd beginnen. Machst du mit? Wozu? Es ist wunderschönes Wetter und wir könnten gemeinsam ein tolles Abenteuer erleben. Abgesehen davon hat Dad in letzter Zeit ziemlich viel Mühe auf dem Hof. Wenn wir uns auf eine seiner Schnitzeljagden einlassen, bringt ihn das vielleicht auf andere Gedanken. Aber am Ende wartet dann doch wieder kein Geschenk auf dich. So wie immer. Das stimmt nicht. Ich habe letztes Jahr einen Picknickkorb bekommen. Das war Großvaters alter Korb. Du hast ihn noch nie benutzt. Dad meinte sogar, es sollte gar kein Geschenk, sondern ein weiterer Hinweis für dieses Jahr sein. Stimmt. Er schindet ständig Zeit. Ich schätze, die einzige Sache, die gewiss ist, ist der stetige Anstieg meiner Erwartungshaltung. Vielleicht wartet er bloß darauf, dass ich den Führerschein mache, damit er mir ein Auto kaufen kann. Oder ein Haus, wenn ich Kinder habe. Oder ein Rollator, wenn du eine alte Lady bist. Das wäre super. All die Jahrzehnte auf den Beinen und der Jagd nach Hinweisen durch das ganze Dorf. Und am Ende führt alles zu einer goldenen Gehhilfe an meinem 80. Geburtstag. Das wäre jedenfalls Dads bisher wohl durchdachtester Witz. Du kommst also nicht mit? Ich würde lieber zu Hause bleiben und nähen. Nun, falls du deine Meinung ändern solltest, das ist der Hinweis, den ich heute Morgen im Korb gefunden habe. Was hält alle warm, doch sie selbst nicht mehr? Denk dir bloß die Begeisterung in Dads Augen, wenn er seine beiden Töchter bei einer seiner Sisyphus-Jagden sehen könnte. Er wäre sowas von stolz. Was hält alle warm, doch sie selbst nicht mehr? Hast du vielleicht eine Vermutung? Dad wäre so glücklich, wenn du die Jagd dieses Jahr zu Ende bringen würdest. Moment, Moment. Was hält alle warm, doch sie selbst nicht mehr? Also jetzt bezogen nicht auf Angela, sondern was alle anderen um einen herum warm hält, aber einen selber nicht mehr. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Du möchtest, dass wir gemeinsam eine von Dads Schnitzeljagden machen. Der nächste Hinweis lautet, was hält alle warm, doch sie selbst nicht mehr. Eine sehr gute Frage. Ich hoffe, dass wir die in der nächsten Folge beantworten können. Klingt jetzt noch ein bisschen, also ich denke mal, dass das wahrscheinlich irgendetwas Sinnbildliches sein wird, sowas wie die Liebe zum Nächsten oder sowas. Vielleicht können wir da irgendwie die Spur verfolgen in der nächsten Folge. Müssen wir mal schauen. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Es war auf jeden Fall wie immer eine Freude in dieser Folge. Es hat ein bisschen länger gedauert als sonst, aber wir hatten ja auch einiges noch zu tun und ja, ich werde Zack hieß er, glaube ich, ihn nicht aufgeben, aber es ist schwer, jemanden, der von Grund auf wütend ist und dann auch, ohne dass ich ihn persönlich jetzt kennen würde, so als Charakter, den dann auch wieder runterzukriegen und irgendwie in eine positive Bahn zu lenken. Gerade natürlich auch, weil es seine Freundin war, wenn ich es richtig verstanden habe, seine feste Freundin gewesen ist. Ja, es ist halt nicht einfach. Ich meine, gerade die Schwester könnte es, also die Conny könnte es vielleicht versuchen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sie ihn wirklich kennt oder näher kennt. Als Außenstehender wie mir natürlich, die jetzt von den ganzen hier überhaupt gar keine Ahnung hat, ist es natürlich dann doch schon um einiges schwieriger. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Es ist wieder am nächsten Morgen und wir sehen dann in der nächsten Folge hoffentlich, was es mit der Schnitzeljagd auf sich hat. Und ja, vielleicht wird das auch mit dem Begräbnis dann mal geklärt. Weil ich habe so verstanden, dass das schon an dem Abend jetzt gewesen sein sollte. Da aber jetzt noch kein Begräbnis war, gehe ich eher davon aus, dass das wahrscheinlich so das Ende von diesem Spiel ist. Und dass man dann ja die Auswirkungen sieht, sage ich jetzt mal, wie die Leute sich dann entscheiden nach dem Begräbnis. Bleiben sie hier, halten sie mehr zusammen, lösen sie sich irgendwie voneinander ab und so weiter. Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Aber
Wir werden es sehen. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.